Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich mich sehr herzlich bei der Frau Abgeordneten zum Nationalrat Carmen Gartl-Huber für die Einladung bedanken. Als Internist habe ich naturgemäß immer nur indirekt etwas mit der Schwangerschaftsabbruch zu tun gehabt, nämlich wenn es um das gesundheitliche Risiko der betreffenden Frauen, insbesondere im Rahmen der sogenannten medizinischen Indikation, gegangen ist. Zunächst einige Worte zur embryonalen Entwicklung. Man kann heute mit den modernen Methoden der Zellbiologie eindeutig nachweisen, dass die menschliche Embryonalentwicklung auch in ihren frühesten Phasen ihrer äußeren Form und ihren inneren Strukturen auch spezifisch menschlich verläuft. Auch die moderne Humangenetik hat den Nachweis erbracht, dass die gesamte genetische Information, die für alle Eigenschaften des Menschen verantwortlich ist, bereits bei der Befruchtung festgelegt ist. Bereits am 21. Tag, also am Ende der dritten Schwangerschaftswoche, beginnt das Herz zu schlagen und es werden auch sämtliche anderen Organe wie Gehirn, Leber, Nieren, Darm, Geschlechtsorgane sowie Skelett und Muskulatur ausgebildet. Bis zur 12. Schwangerschaftswoche ist die Organentwicklung weitgehend abgeschlossen. Es ist sozusagen vom Kopf bis Fuß alles da, was der Mensch als Grundausstattung zum Leben benötigt, vom Augenlid bis zum Zehennagel. Das Kind hat dann eine Größe von ca. 8 bis 10 cm. In der Folge bis zur Geburt kommt es nur mehr zu einem Größenwachstum sämtlicher Organe, aber zu keiner weiteren Neubildung. Ab dem Zeitpunkt der Befruchtung entwickelt sich also der Mensch als Mensch und nicht zum Menschen, wie dies der renommierte Embryologe Blechschmidt treffend formuliert hat. Allerdings, auch wenn man nach den Kriterien der medizinischen, biologischen Wissenschaften weiß, dass der Embryo von der Befruchtung an ein Mensch ist, kann nicht verschwiegen werden, dass diese Tatsache von den Abtreibungsbefürwortern nicht zur Kenntnis genommen oder zumindest relativiert wird, indem sie behaupten, dass der Keimling, der in der Gebärmutter der Frau heranwächst, sich zwar zu einem Menschen entwickelt, dass er aber in keiner Weise jene Schutzbedürftigkeit beanspruchen kann, die sonst allen Menschen als Personen zukommt. Der Streit darüber dauert nun schon rund ein halbes Jahrhundert. Und die kontroversen Standpunkte haben sich in keinster Weise angenähert. Es erscheint daher meines Erachtens sinnlos, ja geradezu kontraproduktiv, auf dieser Ebene, also auf der Ebene des Embryonenschutzes, das Thema Schwangerschaftsabbruch neu aufzugreifen. Denn ein politischer Konsens ist auf dieser Basis unter den Streitparteien derzeit nicht absehbar. Während sich die Abtreibungsgegner am Embryonenschutz festgefahren haben, berufen sich die Befürworter einer gesetzlichen Freigabe der Abtreibung auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau als ihr Hauptargument. Dies bedeutet, dass sich die Abtreibungsdebatte seit jeher auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen abgespielt hat. Und es ist daher kein Wunder, wenn der Dialog praktisch missglückt ist. Erst kürzlich hat der Ethiker Professor Enrique Pratt in einem vielbeachteten Artikel in der Zeitschrift Imago Hominis darauf hingewiesen, dass das Selbstbestimmungsrecht der Frau in seinen Grundsätzen auch von den Abtreibungsgegnern nicht in Frage gestellt wird, sodass es auf dieser Ebene durchaus die Möglichkeit gäbe, in eine neue, konstruktive Debatte einzutreten. Die Frage, die sich beide Seiten gemeinsam stellen sollten, ist, inwieweit wird unter den heutigen Verhältnissen dem Recht der Frau auf Selbstbestimmung überhaupt Rechnung getragen? Selbstbestimmt im eigentlichen Sinn ist nur jemand, der sich in Freiheit für etwas entscheiden kann, das er bzw. sie für erstrebenswert hält. Nach ärztlicher Erfahrung geht es vielen Frauen, die abtreiben wollen, nicht primär darum, ihr Kind unbedingt zu beseitigen, sondern es sind, und da kann ich nur den Ausführungen des Herrn Parteiobmann Strache recht geben bzw. bestätigen,
Es sind oft schwierig, die schwierigen Begleitumstände, die die meisten Frauen veranlassen, etwas zu tun, was sie unter anderen Umständen vielleicht nicht tun würden. Diese Umstände können partnerschaftliche oder familiäre Konflikte sein, ökonomische oder berufliche Probleme, Existenzängste, Druck von außen und so weiter. Die meisten Frauen oder den meisten Frauen wäre es viel lieber, sie könnten diese Probleme aus dem Weg schaffen und nicht ihr Kind. Nur weil sie ihre schwierige Lage nicht ändern können und damit alleingelassen werden, müssen sich viele Frauen sozusagen einer suboptimalen Lösung zweiter Wahl der Abtreibung unterziehen. In diesem Sinne kann von Selbstbestimmung nicht die Rede sein, sondern im Gegenteil, viele Frauen sind durch ihre schwierigen Lebensumstände oft hochgradig fremdbestimmt. Sie betrachten die Abtreibung bestenfalls als notwendiges Übel, keinesfalls hingegen als erstrebenswert. Deshalb halte ich es für äußerst unklug, eigentlich ungerecht und höchst kontraproduktiv, wenn militante Abtreibungsgegner Frauen, die abtreiben wollen oder abgetrieben haben, undifferenziert als Kindesmörderinnen bezeichnen. Viel eher fällt dieser Tatbestand in die Nähe einer Art Notwehr, wobei freilich weder die Schwangerschaft und schon gar nicht das Kind die Bedrohung darstellen, sondern es sind, wie gesagt, die schwierigen Begleitbedingungen, die die Schwangere dazu veranlassen, die Schwangerschaft abzubrechen. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die Selbstbestimmung der Frau in Notsituationen am besten dadurch unterstützt werden kann, indem man alles daran setzt, dass sie eine Entscheidung erster Wahl, nämlich die Optimierung der Umstände, treffen kann und sich nicht zu einem notwendigen Übel zweiter Wahl der Abtreibung entschließen muss. Dass es dazu einen Konsens in unserer Gesellschaft bereits gegeben hat, kann zunächst aus den Aufzeichnungen des Parlamentsarchivs in Jena Nationalratsdebatte am 29. November 1973, die dem Beschluss der Fristenlesung vorausging, entnommen werden. Wörtlich sagte der damalige sozialdemokratische Bundeskanzler Österreichs, Bruno Kreisky, ich zitiere, man muss alles tun, um im Bereich der Politik diesen ganzen Paragraphen so obsolet zu machen, wie dies mit den Mitteln der Politik, der Psychologie und auch der Moral nur geht, um die Frau zu veranlassen, dass sie dann, wenn sie empfangen hat, das Kind behält. Zitat Ende. Für diesen Konsens spricht auch das Faktum, dass damals, zeitgleich mit dem Fristenlösungsgesetz 1973, ein Entschließungsantrag mit flankierenden Maßnahmen beschlossen wurde. Es wurde die verstärkte Aufklärung über Empfängnisverhütung, der Aufbau von Familienberatungsstellen, die Erleichterung von Adoptionsmöglichkeiten, die Erhöhung der inzwischen abgeschafften Geburtenhilfe, die Erhöhung des Karenzgeldes, der Aufbau der Kindergärten und die Schaffung von modernen Sozialhilfegesetzen gefordert. Leider wurden dann die geforderten Maßnahmen wegen der Emotionalisierung des Themas und der Verhärtung der Fronten kaum umgesetzt. Auf jeden Fall kann gesagt werden, dass eine Optimierung der flankierenden Maßnahmen das von den Abtreibungsbefürwortern geforderte Selbstbestimmungsrecht der Frauen erheblich gestärkt wird und gleichzeitig indirekt auch den Lebensschützern entgegenkommt. Denn jede Entscheidung erster Wahl für das Kind ist ja gleichzeitig auch eine Entscheidung eben zugunsten des Kindes, das andersfalls abgetrieben worden wäre. Ein Satz zur sogenannten medizinischen Indikation. Medizinische Indikation im eigentlichen und konkreten Sinne bedeutet, das haben Sie schon gesagt, dass der Abbruch der Schwangerschaft angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder für eine schwerwiegende Beeinträchtigung Gesundheit der Schwangeren abzuwenden. Sie kommt allerdings heute aufgrund des medizinischen Fortschrittes sehr oder extrem selten vor, denn in den meisten Fällen gelingt es, durch eine umfassende und lückenlose medizinische Betreuung die Risiken für die Gesundheit der Mutter so zu minimieren, dass medizinisch gesehen lebensbedrohliche Situationen kaum mehr vorkommen. Und nun ein paar Worte zur eugenischen Indikation. Von eugenischer oder embryopathischer Indikation wird dann gesprochen, wenn eine Abtreibung durchgeführt wird, weil das Kind aller Wahrscheinlichkeit nach geistig oder körperlich schwer behindert ist. Aus medizinisch-ethischer Perspektive ist diese sogenannte Indikation höchst bedenklich, dass sich ja Mutter und Kind hier
primär in keiner Notsituation befinden. Behinderte werden in den meisten Fällen nur deshalb abgetrieben, weil die Eltern, jetzt abgesehen von den finanziellen Belastungen, das Kind selber wegen seiner körperlichen oder geistigen Behinderung ablehnen. Das kommt allerdings einer Diskriminierung aller behinderten Menschen gleich. Der Vorstoß von Frau Justizministerin Banjan Ortner, das Kind als Schadensfall aus dem Gesetz zu entfernen, ist jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung, wobei mir sehr wohl bekannt ist, dass die Freiheitliche Partei Österreichs bereits 2006 eine diesbezügliche Gesetzesinitiative im Parlament eingebracht hat. Abschließend ein Wort zum Gewissensvorbehalt des Arztes. Das Gesetz zum Schutz der Gewissensfreiheit von Ärzten ist in Europa bisher geltendes und gutes Recht. Im Europarat wurde allerdings kürzlich der sogenannte McCafferty-Report vorgelegt, nachdem Ärzte und auch Beschäftigte im Gesundheitswesen gezwungen werden sollen, sich gegen ihr Gewissen an einer Abtreibung zu beteiligen. Diese Forderung stellt ein grobes Unrecht gegen das Grundrecht der Gewissensfreiheit dar und sie würde von den Abgeordneten des Europarates zu Recht und Gott sei Dank mehrheitlich zurückgewiesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und darf an Sie, die Sie eine große politische Verantwortung in unserem Lande tragen, den Appell richten, dieses schwierige und ungelöste Problem des Schwangerschaftsabbruches weiter zu verfolgen und einer vernünftigen Lösung zuzuführen. Danke.